auf zum Revier. Anschein! Mit dem Schiff. Ich denke die ganze Zeit, der Falco verarscht mich, der sagt, es ist windig und der fährt hier hin und her. Und die fahren? Ah, Falco hat schon recht, ist ganz schön windig. Krass. Wie schnell ist Alter? Da? Es hebt bald ab, oder? So, wir sind da. Nur die Jungs sind nicht da. Die wollten wieder kurz vor der Angst einkaufen und stehen jetzt 2:30 im Supermarkt oder vorm Supermarkt und kriegen mit, dass der gar nicht auf hat. So, jetzt gehen sie in die Tankstelle und holen noch das Nötigste. Das muss man, siehst du, muss ich dann das Nummernschild wieder wegretuschieren. Und das ist Calvins neues Gefährt. Übelst cool. Krass, die Fenster hat er selber reingeschnitten, hat mir gerade der Falco erzählt. Fenster selber reingeschnitten. Solar draufgelegt. Und wir haben gerade diskutiert, warum er die so hoch gemacht hat hier. Warum da so viel Luft unten drunter ist. Aber das werden wir dann selber mal fragen. Mal gucken, was sich dabei gedacht hat. Das ist jedenfalls ein schönes Automobildingens. Mhm. Ach schön, hier hat er noch ein Bild drauf. Aha, cool. Das fetzt. Ach. Aha. Bett und ein drum und dran. Mhm. So, und nochmal das obligatorische Bild. Was sein muss, wenn Falco uns besuchen kommt, da passt keine Hand mehr dazwischen. Krass. Und die Stoßdämpfer sind in Ordnung, ne? Ja. Da kommen sie raus. Und hier ist es. Hühnerhaus. Solarhühnerhaus. Das Dünnschicht Solarhühnerhaus. 31. Dezember. Ist was zum Essen ist. Falco! Falco! Weißt du, was das hier hinten für Büsche sind? Ist das Blumenkohl? Grünkohl? Krass. Schwalbenrahmen. Oh, das muss toll ausgesehen haben, wo das mal gefahren ist. Ich hab's schon aufgenommen. Das obligatorische Bild ist schon festgehalten worden, Libby. Guck, jedes Jahr wieder, wenn er so kommt. Tief war er noch nicht, oder? Geil. Schön. Wir haben jetzt eine Weltreise gemacht, um hier noch ein bisschen einkaufen zu können. Ja. Oh, ich habe euch gestern Abend aber gesagt, geht eher einkaufen. Ja. Und du? Ja. Und? Die Döner macht man stärker als Einkaufen. Das war die Döner-Anziehungskraft. Ja, die Döner-Anziehungskraft. Jetzt habt ihr auch noch Döner gekauft? Ja, gestern Abend. Wir wollten gestern noch einkaufen, aber da dann halt... Wie Döner gesagt, gefressen und nicht mehr einkaufen gegangen. Ach so, und dann heute zu spät dran gedacht. Ja. Na, zum Glück gibt es ja hier in Tankstellen mit Sparmarkt und so. Wir haben einmal waren wir im Sparmarkt und einmal waren wir im Rewe to go in der Tankstelle. Wir haben alles. Das sieht doch aus wie aus dem Supermarkt hier. Der kostet halt das Doppelte alles. Ich glaube, mindestens. Hier das Wichtigste. Ah, heute gibt's Wodka. Ich habe gesagt, wir feiern nicht, wir basteln. Ja, kommt dazu. Also, besonders klar. Irgendwas machen wir schon. Das ist doch klarer, den sieht die Leber doch gar nicht. Ja. Na gut, okay. Weißt du? Ja, das ist schlimmer hier. Die Besatzerbrause. Phosphorsäure. Ja, das ist so Coca-Cola-Festpacken. Ja, na klar. Nee, das ist ja eigentlich schon vorbei. Ja, aber. Laberkass! Oh, Laberkass. Okay, also das kann passieren, wenn man Asche, die noch glüht, in andere Asche reintut. Das kann sich dann alles mit einem Mal entzünden. Das ist das Erste, was wir heute gelernt haben. Beim Basteltreff. Ja, gut. 2021 nach gregorianischem Kalender. Fängt gut an. Ja, okay, ist ja noch nicht vorbei. Alter, das ist wie eine Raucherkneipe hier drin. Haben wir schon. Falco wollte eigentlich noch Frischluft haben. Falco kriegt heute immer das Gegenteil von dem, was er eigentlich haben will. Das ist krass. Was habt ihr denn jetzt da rein? Ach Junge, verschwende dir das gute Zeug. Du kommst mit Wasser, das dauert ewig. Das brennt die Hütte weg. So, schon die erste Erkenntnis an diesem Abend. Ich freue mich. Im letzten Video habe ich mich doch so sehr drüber gefreut, dass die 17 Ampere-Stunden Batterie 23 Ampere-Stunden hat. Und jetzt rede ich da mit dem Calvin drüber. Und er hat mir erst erklärt, was dieses mit den Wattstunden auf sich hat. Und da hat er mir ganz schön die Augen geöffnet. Und jetzt gebe ich mal dem Calvin das Wort.
Ja, prinzipiell, als mir hier der Bob das erzählt, habe ich mir gleich gedacht, ich habe das nämlich auch schon mal gehabt, zwar nicht bei Bleiakkus, sondern bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus und habe hier auch mal einen kleinen Artikel dazu aufgemacht, wo ich gleich mal noch was draus vorlesen werde. Da habe ich mir nämlich gedacht, das kann zwar sein, alles, aber wie viel Energie am Ende wirklich rauskommt, das muss man sich dann doch nochmal im Detail anschauen, weil, wenn wir hier nochmal gucken, wir haben jetzt hier ja, 209,7 Wattstunden und wenn wir wissen, dass die Batterie original 17 Amperestunden gehabt hat bei 12 Volt, wenn wir das eben in Wattstunden umrechnen, kommen wir eigentlich so ziemlich auf genau den gleichen Wert. Das heißt, wir wissen, Energie ist eigentlich genauso viel drin, bloß die Spannungslage in der Entladekurve, sage ich jetzt mal, hat sich ein bisschen verändert. Und genau das hatte ich nämlich hier auch schon mal bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Und da schreiben die hier dazu, ich lese mal vor, im Verlauf der Entladespannungskurve von Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren können kleine Buckel nachgewiesen werden. Diese Anomalie wurde von den Entdeckern als Memory-Effekt bezeichnet. Der Ach, Effekt, das ist der Memory-Effekt? Mehr oder weniger, also nicht der Originale, aber okay. Wir lesen mal weiter. Der Effekt ist durch den Phasenübergang einzelner Partikel des Aktivmaterials bedingt und tritt nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich bei Lithium-Eisenphosphat-Kathoden und ähnlichen Olivin-Kathoden auf. Möglicherweise so auch bei Bleiakkus, wenn man ein bisschen was damit macht. Das ist jetzt halt so die Vermutung. Dieser sogenannte Memory-Effekt ist nicht mit dem allgemein bekannten Memory-Effekt bei Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren vergleichbar. Er tritt ab der ersten Entladung auf, ist zeitlich begrenzt und durch Aufladen des Akkus umkehrbar. Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus werden durch die Anomalie nicht direkt beeinträchtigt. Allerdings, und das ist das Interessante, kann der Effekt dazu führen, dass die Ladestandsanzeige verfälscht wird. Und das ist nämlich genau die Sache, die wir dann wahrscheinlich hier auch so ein bisschen haben. Dadurch, dass halt die Spannung zwar niedriger ist, ne? Also wir haben weniger Spannung, dafür kriegen wir aber länger die Ampere raus. Ja, so, wir sind hier bei 7,3 Volt noch ungefähr. Ja? Genau, da haben wir also eine niedrigere mittlere Spannung. Ja? Und die muss man dann praktisch korrekt in die Formel einsetzen. Und dann kommt man wieder auf die gleiche Energie. Auf die originalen Wattstunden, die man auch bei 12 Volt und 17 Amperestunden hätte, sozusagen. Ja, was lernen wir daraus? Aha, also nur Amperestunden... Es gibt nicht die Energie, die wirklich im Akku ist. Das ganze Geheimnis. Danke für deine Erleuchtung. Und das hatte ich nämlich genau hier auch schon mal. Da hatte ich nämlich Lithium-Eisenphosphat-Akkus gemessen. Hab gesagt, kann nicht sein, da ist ja mehr drin, als drauf steht. Und wo ich es das erste Mal gemessen habe, war es aber noch anders. Und dann habe ich eben mal, also man kann Lithium-Eisenphosphat auch ein Stück weit regenerieren mit Kälte und so und tief entladen liegen lassen ein bisschen, aber es ist ein anderes Thema, das sprechen wir mal in einem extra Video an. Da habe ich auch noch gerade so ein paar Experimente am Laufen. Unabhängig davon aber, ist es je nachdem, wie man die lädt und ob man die ganz entlädt oder nee. Und so gibt es da wirklich bei manchen Typen dann den Effekt, dass du zwar wirklich länger die Ampere rauskriegst und am Ende auf dem Messgerät vielleicht mal je nach Größe ein paar Amperestunden mehr stehen, als die Zelle eigentlich haben soll. Aber wenn du dir halt da wirklich die mittlere Spannung in der Kurve anschaust, ist sie einfach niedriger und Wattstunden genau gleich 1:1 wie vorher. Krass. Ja, und das haben wir hier auch. Das ist schon interessant. Also doch keine Wundermaschine, aber trotzdem irgendwie schön, dass man sie bis ganz leer entziehen kann. Wenn man sie viele in Reihe schaltet, ne, dann kann man damit auch ein bisschen was anfangen, ohne andauernd darauf achten zu müssen, dass sie eben zu sehr entladen werden. Ja, definitiv. Ja, gut. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber mehr spannend, Energie als ich dachte, ist da jetzt nicht drin. Cool. Schön wär's gewesen. Jetzt geht's los. Und da, also das ist ein alter Tempel, der aus einem Stein rausgehauen wurde. Der ist aus einem Stein rausgehauen worden. Und die haben sich dann aber gefragt, das kann doch nicht sein, das müssen ja tausende Bildhauer gewesen sein und so. Und wo ist denn überhaupt das ganze Gestein, das die hier weggeschafft haben, das muss ja irgendwo sein. Haben sie es nirgends in der Umgebung gefunden. Bis heute gibt es halt nur Theorien und so. Die alten Tempel, im griechischen Tempel ist innen eine Eisenstange drin. Eisenarmierung. Ja, ne? Also wie riesengroße Trafos oder sowas. Und wär's nicht schlimm, als wenn sie die verstecken wollten, so in dem bei eBay verkleiden, kannst du, ne? Bei eBay kannst du jetzt diesen Geopolymer kannst kaufen als Säule. Jetzt kannst du eben weiter essen. Akku oder was? Ich kenn das Ding, ne? Ägyptischer Stein. Ach so. Und auch noch mit. Also ja, das Ding hier. Ey, da muss ich immer dran denken, wie Achim vor 5 Jahren zu Silvester hier Steine geschmolzen hat mit seinem, seinem Wasserstoff. Ja, das ist noch mal ein bisschen was mit der Hand kannst du Also wenn du das so siehst, ne, das sieht ja schon
wirklich stark aus, als ob das rausgelasert worden wäre. Ne? Na, irgendwie schon, ne? Und jetzt hat der jemand... Achso, ja, es geht weiter, genau. Jetzt hat jemand, das habe ich neulich gelesen, muss mal schauen, ob ich das nochmal finde, hat dann, ist dort quasi hingegangen, irgendwie mit dem iPhone oder so, und hat quasi 3D-Scans von dem ganzen Ding gemacht. Das gibt's irgendwo komplett als 3D. Und hat dann versucht, weil man tut ja bei der Chip-Herstellung, ne, wenn du jetzt Silizium-Chips hast, da wird ja auch mit 3D-Lithografie, mit Lasern, die dann von allen Richtungen da drauf gehen, wird quasi das Material rausgelasert und am Ende bleibt dann halt der Chip mit den ganzen Transistoren, mal einfach gesagt, übrig. Ne? Und hat quasi in seiner Chip-Design-Software probiert, ob man dieses Ding in Miniatur so auf einen Silizium-Chip reinlasern könnte, okay, um halt quasi festzustellen, ob das eine Funktion hat. Ob das von den Winkeln her überhaupt, wenn man das von oben rauslasert, so, das so hinhauen könnte. Und aha, der hat gesagt, das klappt, das geht. Du kannst also da mit irgendeinem Ding drüber fliegen und das Ding rauslasern unter. Genau. Ach, krass. Genau. Ist ja heftig. Ja. Mach doch mal die Gesamtansicht so, wie das in dem Fels. So, als wenn er von hier aus dann halt, als wenn sie von hier aus reingelasert hätten. Ja. Oder ausgelasert. Hey, Scotty hat das reingelasert. Also kann man das auch mit einer riesengroßen Lupe unter Sonne machen? Ja. Ah, du musst dir mal hier die Details angucken, ne? Also das ist schon... Na gut, okay, das wird schon das krass nur mit der Sonne, ja. Aber Captain... Das ist... also... Wunderbar. Oh! Gut, dass du nicht ausgeklappt hast. Das ist ein kleines NBN, hat jemand was geschickt. Ach so. Mal gucken, was drin ist. So, jetzt mache ich ja doch mal ein bisschen leiser. Ach, du bist ein bisschen leiser. Ja. So, mal gucken. Da vorne dran sind Tasten, ganz vorne dran am Laptop. Das ist aber auch schlecht verpackt. Also, ich finde den Anfang nicht. Jo. Jetzt hast du sechs Ecken an den Wegen gesehen. Ich bin wohlgespannt hier. Warte mal, oh, hier steht schon was. Erstmal lesen. Inhalt. Hinten auch? Nee, das kannst du zeigen, ist aber Inhalt. Nee, eine Kamera. Ach so. Nee, ich wollte sein Gesicht sehen, was er sagt, wenn er es liest. Was steht denn hier? PAP-REMF. Nee, PNP-REMF. PAP-REMF. Siehst du dich? Ja, halt das mal ein bisschen in die Kamera. Was ist denn alles? Mit der Back der Maus. Junge. Na so, das gleich dann. Das war noch. Stimmt das für mich? Ach! Was? Ja, ich wollte das richtige Ding aus. Das Stimme, da hat auch zugehört. Gute Keramik. PNP RMF Challenge. Achso, für die. Ah, da ist eine Challenge, sorry, das zeigt man noch nicht. Was ist das? Hier ist noch was drin. Verpackungsmaterial. Drück den Ofen damit, verbrennt gut. Gut verpackt ist es. Oh, was ist das? Halt mal direkt die Front in die. Was ist das? Oh, das ist mal Karl. Das ist ja aber. Das ist aber schönes Zeug, du. Oh, beschriftet sogar noch. Da steht PNP, NBN, PNP, RMF drauf. Boah. Geil, ist Pavimax oder was? Ne? Geil, im PC-Gehäuse. Na klar. Oh, vor allen Dingen, beschriftet. Ja. VEB Hessen. Juhu! Es gibt eine neue Ausstellung. Geil! Jawohl, es wird Deutschland sein. Krass. Das musst du wohnen. Denn? Ausgangsspannung maximal 2 Volt mehr als die Ladeschlussspannung des Akkumulators einstellen. Dieses Produkt wurde hergestellt in Ost- und Westdeutschland nach der Auto. Anti. Anti-Obsolenz. Obsoleszenz. Verordnung von NBE entworfen von Astra Carter. Wow, ah, Astra. Geil. Mega geile. Geile Scheiße. Oh, jawohl. Da bin ich wieder. Jetzt wird's richtig. Da bin ich wieder im Zugzwang. Ich muss wieder Material schicken. Da bin ich wieder im Zug. Das ist schon geil, das, ne? Das ist echt edel. Das ist hier, ja. Die sind verschiedene Wicklungen. Die kannst du hier umschalten. Ach, das sind die. Ach, Parallelreihe.
Innenwicklung, 2, 3, 4, Reihe, parallel, hast du nicht gesehen. Aber den testen wir dann schon mal, oder? Nein. Das muss doch Falco, das ist ein Falco sein. Ah, Falco. Das teste ich zu Hause. Aber nicht gleich wieder kaputt machen. Nee, der ist... Der ist Falco getestet? Ist schon Falco getestet. Kleines Gimmick, ich weiß, da ist ein 4 Ampere Mainville-Netz sogar verbaut. Ah, also, okay. Da hinten ist aber noch eine Sicherung extra drin. Das ist Deluxe. Das ist echt der Hammer. Das ist ein schönes Ding. Plattenpertinax, ey. Übel. Jetzt geht's scharf. Ja, Achim, du hast was Schönes, Feines gebaut. Echt mal. Ich habe hier noch ein paar Insider-Dinger. Hier so ein bisschen vom Innenleben. Deswegen war der nie so richtig. Der Ding ist. Das sind die Relais, die Wicklungen umschalten. Ah, der hat praktisch mehrere Triggerwicklungen auf dem Kern und je nach Spannung, die er braucht, wird die passende Triggerwicklung eingestellt. Geil. Geil. Die Platine hier alles selber produziert. Und gefunden, dann kann man ja laufen. Also. Oh mein Hammer. Das ist ein Hammer. Respekt, Astra. Wenn er da bleiben soll, dann musst du das hier runter. Das ist wie so eine Bremse. Geil. Was? Die ist so krass. Wochenlang gebaut an dem Ding. Na, bei heimisch immer. Ja, wir mussten ja immer, weil der Falco, wenn er einen Hänger kam, mussten wir das Bild immer aus. Das habt ihr auch noch. Ach krass, deshalb die Heimlichtuerei die ganze Zeit. Hat mich schon gewundert. Dann immer, Jetzt muss ich wieder ein Netzteil schicken. Jetzt bist du im Zugzwang, meinst du? Ja. Mal sehen, ob der das überlebt. Lass mal verausklappen. Also normal ist unkaputtbar. Zufälligerweise so habe ich noch Hammer 2, 3 Akkus zu Hause stehen. Die warten noch. Ja. Oder gleich meine 200 Ampere. Nach Dämpfer. Also laut Achim, da kriegst du das Ding nicht kaputt. So, und dann liest du Bericht hier, 1813 Napoleon haben sie gekämpft mit Pferden und Ochsen. Wir haben einen Motor gehabt. Ja. Irgendwie schon, ne? Ich meine, gut, da kann man jetzt noch nicht Massenproduktion und so, aber... Fehlen die Messstrippen noch. Trotzdem, das Wissen war da irgendwie. Du musst ja überlegen, 1805. Ja, das ist... Ja, der Typ, da steht jetzt nicht da, dass er das erfunden hat. Also das heißt, das kann ja noch 100 Jahre älter schon sein. Weiter habe ich nichts gefunden. Findest du ja nichts mehr. Nee, klar. Das ist, da bist du ja genau die Zeit auch am Amerikanischen Bürgerkrieg. Das war nicht schon. Da ist noch alles drin mit 100 Ampere. Aber zum Beispiel ist auch interessant, Amerikanischer Bürgerkrieg mit der Alkoholprohibition. Habe ich jetzt sowas. Und zwar, das ging gar nicht um Saufen. Sondern? Die Bauern früher haben aus dem Mais Alkohol gemacht. Aha. Und haben damit die Landmaschinen betrieben. Ach so. Die Nova Unity, die haben sogar noch Benzin verkauft. Was kostet denn? Und dann kam die Prohibition oder wieder was. Okay. Und dann mussten sie alle dieses komische Öl nehmen. Und? Levi, aber das ist genauso, wie es dann war mit Raps, wo die Raps gefahren sind. Weißt du? Genauso. Das ist genau das Gleiche. Weil die konnten ja selber anbauen mit Raps. Wo willst du denn hin jetzt mit dem Ding? Nicht okay, mach mal weg. Du musst ihn dann bitte zurückschieben. Warum? Später bin ich auch dahin. Achso, ihr müsst ja noch raus. Aber früher. Ja, da fahren wir wieder hoch. Ach, der Grill muss ja mal raus. Ja. Der kleine Grill. Hau erstmal rein alles. So wird das noch der Rest. Und hier sind die anderen Batterien. Es fackelt gleich hier das Ding ab. Du brauchst nur ein bisschen unten und dann zieht es schon mal wieder. Wo immer. Der ist so schlimm wie noch. Bisschen ist gut. Bisschen ist gut. Ich hab schon zwei Batterien. Libby erinnert mich ein bisschen an Manny Ludolf. Manny Ludolf? Ja, der hat auch so eine. Füße gehen raus an Manny. Ja. Ja doch, gar nicht. Hm? Mein Grill,
wir müssen den Tisch besorgen. Warte mal, du hast doch eine Hand. Da hinten ist doch einer, ne? Wo? Da hinten steht der Blaue. Echt? Okay. Ja. Ich sehe nur noch Kartons. Der Weihnachtsmann, guck mal, was geht hier noch? Mal gucken, ob das mit dem Weihnachtsmann-Klischee demnächst noch aufrechtzuerhalten ist, Falco. VUB-Verein. Wir haben noch. Batterie, Geschenk. Das ist hier Stollen und Kuh und was drin. Oh, Schmacks. Essen hat er auch mit. Hä? Schmacks. So. Nimmst du NBN-Ausladung hier? Ja. Ich hoffe, es wird auch mal auf dem Segelwohnbob-Kanal gezeigt, was hier immer los ist. Was hier immer los ist. Ein, zwei Sachen drin. Voll bepackt bis unters. Achso, hier, das ist für. Ich tue es an der Treppe. Gut. Auch an die Hühner vom Lippi hat der Falco gedacht. Oh, klasse. Ein Glück. Okay, jetzt geht's los. Trafo, Netzteile. Calvin ist schon wieder da vom letzten Wegschaffen. In eine 12 Volt Wasserpumpe, eine kleine. Kannst du rausgehen, Falco? Nee, ich bin leider. Ich habe jetzt nur gerade mit. Eine 12 Volt Mini-Aquapumpe. Keine Ahnung, ob du die brauchst. Ah, oh, das ist, nee, das ist nicht 12 Volt. 220 Volt. Ja, nächstes brauchst du dann direkt. Funke. Scanner. Falco ist nämlich immer auf den Schrottplätzen, also auf seinem Lieblingsschrottplatz unterwegs und rettet ganz viele Dinge vorm Wegschmeißen. Nee, warte mal. Den schicken ich Marco. Calvin. Ah, das hab's, ja. Oder hier, nimm die ganze Kiste mit. Ja, nimm die ganze Kiste. Hier, Sappis. Ah, ne, hier, machen wir was. Sag mal, denn ich? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Was zum Drehen? Ja, das ist ein Stehwellenmessgerät, ja, so vom Funk. Was so brauchst du für den CB-Funk und so? Das ist ja sogar mit dem Wattmeter. Mhm. So, komm da dann noch mehr für dich. Das ist gut. Das kriegst du auf jeden Fall benutzt oder weitergegeben. Da geht der nächste schon. Dann krieg ich was da drin, war. Wärmeleitpaste. Oh, die ist immer gut. Wolltest du mir Wärmeleitpaste auch noch geben oder ist das zufällig hier drin gelandet? Das Wärmeleit. Ist doch Wärmeleitkleber, oder Paste? Ja, ich weiß es nicht genau. Naja, Kleber, ne? Naja, gut. Oh, hier ist ein Trafo drin. Ah ja, das ist bestimmt der Trenntrafo. So, das ist hier. Was ist hier Nummer 1? Pass auf, bitte. Da ist doch was drauf. Bitte. Was ist das? Oder? Das ist diese müssen. Ach, die AfD-Dinger. Ja. AfD? Ach, RFT. Ah, RFT. Sehr gut. RFT ist viel besser. Das ist RFT Ostsee. RFT, guter alte RFT Ostsee. Genau. So viele Anschlüsse habe ich ja noch nie. An was sind das? Verstärker? Ja. Krass. Hast du den? Ja. Was denn? Verstärker? Wollen wir Party machen, Libby? Was hat denn der? Verstärker. Ich brauch den nicht. Verstärker. Durch Jüngste kriegt man Verstärker aufgeheizt. Ich hab schon zwei. Du kennst die beste Musik, du brauchst den Verstärker. Ja, ich hab schon zwei. Ich brauch immer einen Trenntrafo. Wobei? Trenntrafo. Vielleicht. Nee, brauch ich nicht. Jetzt hauen sie schon ab. Er hat schon einen in der Mischung. Okay, Falco zurück. Falco. Krass. Falco. Zum Trennauto. Der Mischung, wenn er schon den hat. Meine Nase, und da ist erst die Hälfte vom Auto ausgeräumt, noch nicht einmal. Habe ich so viel Akku, ja. Müsste reichen. Alter, Alter. Mit dem ganzen Zeug. Ich will nur noch in meiner Karre wohnen irgendwann nehmen, da kann ich die ganze Scheiße mit dabei. PT-Netzteile. Für dich hier. PT-Netzteile. Ja, ich nehme es mit rein. Oder wir brauchen das. Ab ins NBN-Lager. Du. Ja. Und dann heulst du darum, ich brauche Bastelzeug. Ich hab schon so viel gesammelt inzwischen. Ey, ist noch mehr als das Teil. Ich hab 4, 5, 6 Kisten. Nimm mir mit.
Junge, ich hab schon selber, ich weiß wirklich nicht wohin. Ich hab keinen Platz. In deinem Bus stehen lassen. Nee. Kannst du auf keinen Platz. Was ist das, Teile? Schon wieder. Das ist immer schwerer. Kannst du hier was mit Stab und Wahnsinn und eine Blume draufstellen? Ja. Ey, brauch mal ein Video mit einer Netzteile. Ja. Braucht jemand PC-Netzteile? Ein DDR. Ich zieh den an. Können wir eine große Verlosung machen? 40 Volt. Das ist eigentlich gar nicht mehr. Da kann man aber einen schönen Rehm-F rein haben. Alter Falter, das ist ein schönes Netzteil. Hier, Cadmium-Akkus. Nickel-Cadmium-Akkus. Ach, original verpackte. Nein, nichts original. Ach so, nur abgeklebt. Sozusagen. Ja, krass. Ist immer da noch. Wenn sie die kaputt sind, dann schmeißt du weg den Rest. Hier hast du. Warte, hier ist noch ein Navi in der Mitte. Geht es noch? Hier ist noch ein. Ja. Wir haben Netzteile noch. Oh. Ach, hier noch mehr. Warte mal, warte. Warte. Ach, hier. Kalbe. Ich komm mit. Mach dir das einfach. Kalbe ist alles. Nachher hängt der Bus vom Kalbe los. Ja, dann mal gucken, wie dein Stoßdämpfer vom Kalbe aussehen. Okay, da ist natürlich ein bisschen vorgesorgt, ne? Der will nicht so schnell runtergehen. Falco schafft es. Na gut, da hat er nichts drin, ne? Ja, eben. Die Batterien sehe ich ja, die sind bestimmt von RMF-Test. Ja, das war ein. Ich habe von meinen ganzen Kollegen, weißt du, von den ganzen Autobatterien, habe ich schon die guten, den eingebaut und den alten gegeben, ja. Vom RMF-Test. Also Falco hat da auch wieder was Gutes bekommen. Also, ich möchte irgendwie nicht, aber du musst noch reinkriegen. Noch. Ich hab noch was für dich. Hier. Was? Für dich noch, hier. Kabel und so. Hier ja, für deinen Akkuschrauber. Verteilerblock hast du noch einen kleinen. Du musst aber nett sein, wenn du das ist nicht schlecht. Das ist Brot. So, seid ihr alle gesättigt? Oh, okay. So. Cool. Okay, weiter geht's. Ja, aber nicht die 40er mit der Rechnung. Sind sie alle schön? So richtig verdichten. Ja, jetzt nimm's auf. Genau. Nimm das, okay. Fällt mehr raus. Ich will mal ein bisschen hier, dass du oh, wie vor, am Basteln. Wie viele Jahre ist das her, wo wir damit 10 Jahre? Das war 2012, ne? 2011, 2012. Ja, genau. Ja, doch, 2011. Ich hatte doch 10-jähriges. Ja, stimmt. Vor 10 Jahren angefangen und wird immer noch gemacht. Schön Bedienung gebastelt. Das zeigen wir euch ja nochmal, wenn er läuft. Falco hat einen kaputten Lüfter mitgebracht. Ja, und dann hat der Thorsten gesagt, eine Stahl, den tun wir hier wiederbeleben. Mit LEDs? Mit LEDs, haben wir sehen, wie er läuft. Können wir einen kleinen Back-EMF mal sinnvoll verwenden. Das machst du nicht drauf. Macht nicht. Ich bin so nah dran. Macht nicht. Diesmal mal von außen. Diese Battle-Net. Ja, fast. Guck mal, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es Potti steht. Ja, erster Start sozusagen. Das ist schon mal nicht gut an. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, wie viel oben das Potti hat. Weniger oder mehr krieg ich. Das ist schon mal nett. Ich brauche auch noch Power dabei. Wir haben so viele rote. Jetzt geht die auch. Ich brauche ein bisschen eher. Den anderen ganzen Kondi voll. Ich nehme es mit, der wird kein Ex. Hä? Damit kaputt gemacht. Geht dann nicht. Ja, noch nicht. Noch nie. T-Vision, was ist denn das gewesen? Ah, Fingerscanner. Ja, ich glaube, ja. Na gut, dann gucken wir nochmal gleich. Gucken wir nochmal. Was ist das noch? Halben. Das müsstest du mal machen, wenn du zum Mediamarkt oder so, wo die Dinger rumstehen, reingehen und die SD-Karte hinten Am besten so in, wo du ganzen Monitor alle zeigt. Ja, wo alle Hauptrechner. Die ganze Wand voll. Ja. Und dann mit dem Virus, dass sie ihn abschalten können. Ja. Für den Strom abschalten. Ankleben. Ankleben. In Sekunden wieder raus. Ey, da hört der auf mit Drehen. Der fällt bei um, wow. Krass. Okay. Ich versuche den einzuhalten. Okay, Thorsten, ich nehme den mit zu mir. Der hat Drehmoment, Thorsten. Thorsten, ich nehme den mit zu mir testen. Ja, magst du haben? Ja. Na gut.
Er soll bei dir für schöne Luft sorgen. Baust du mir unten noch so einen Fuß dran, dass er mir umkippen kann? Danke. Ja, kann ich dann machen. Ausnahmsweise. Das muss ein Turbodiesel sein, so wie der von unten kommt. Ja, ne? Der hat Drehmoment ohne Ende. Das ist bestimmt 2-0 oder sowas. Bestimmt. Das Weißlein, was du gefunden hast. Verdichtung. Ha. Und oben hier ein bisschen die Spotty ankleben mit Heißpistole. Ja, ich mach's noch ein bisschen schön, Feigen. Okay. Lass mal bitte. In Erinnerung an die Papst-Silvesterfeier 2021-22, ne? Wir huldigen heute wieder einen Todestag, ne? Ja. Nee, das machen wir nicht. Wir haben uns heute einfach zufällig hier getroffen. Ja. Es hat gerade gut gepasst. Es hat gar nichts mit, Silvester zu tun. Nö. Nee. 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 Nein, die ist nicht da. Haben heute nur Lösungen forciert, ne? Eigentlich ja. Haben wir die Fressen, was wir. Immer noch nicht. Dann halt Ampere und Volt. Ich kann schon arbeiten noch. Also ein 12 Volt Trafo, einfach noch ein paar Wicklungen draufgewickelt. Ja, das mal auf seine. Aber wissen wir am besten, was drauf ist. Geil. Kommen wir auf die perfekte REMF-Charger-Spannung für die 12 Volt Batterie. Und das ist REMF-Challenge. REMF-Challenge. REMF-Challenge, ne? Ja, der ist ja im Grunde schon da. Weil der ist ja genauso aufgebaut wie du. Müsste ich nachher auch an den Tisch dran, dass ich das Ding auch. Ja, ich mach das dann wieder mal. Ach, du hast ja schon das Gehäuse mit. Ja, das habe ich ja damals hier mitgenommen. Ach so. Ja, da habe ich da festgestellt. Was, das ist neu? Deswegen muss ich das oben noch ausschneiden. Deswegen, damit der Lüfter halt reinpasst, von der Höhe her. Nein! Ja, deswegen. Oh, Arim. Na gut, es gibt ja nicht einmal mehr Tischfeuerwerke zu kaufen, hat jetzt jemand mal gesagt. Elkos gibt's noch. Elkos gibt's noch, Leute. Okay. Das ist ein Elko? Ja, das war ein Elko. Da haben wir nur verpult angeklemmt. Das hat schön gezischt. Leider haben wir es nicht mit auf. Nein! Oh, das kannst du jetzt nicht nochmal machen, ne? Es hat geknallt und alle haben sich gefreut. Ja, das stimmt. Da habe ich gedacht, noch 9 Minuten ist bis zu 0 Uhr. Was hast du jetzt alles angeklemmt? Ein Pony oben drauf. Nee, Libby hat einen Augenschutz. Ja, Augenschutz. Sicherheit geht vor. Sieht aus, als wenn er keinen verpult. Ja, er hat keinen verpult gehabt. Hat ihn gar nicht verpult gehabt. Selbst Arim hat jetzt einen Augenschutz aufgesetzt. Ich gehe auch mal ein bisschen weg. Ja, null. Hier? Kommt noch was? Da geht aber gut. So. Mach den mal wieder aus, Meine Nase. Mach mal Fenster. Besser ist. Digga, wisst ihr, ist angekippt. Fenster ist angekippt. Nee, das ist schon Schrank, Alter. Richtig auf. Wartet mal, da muss ich mal hier weglegen. Das ist der Häschen. Das ist doch schönes Ambiente. Kann ich das hier auch bastelt! Der Kreivin guckt im Fernseher, was los ist. Ne, ich muss hier kurz. Und hier draußen war bis vor kurzem noch Feuerwerk. Da hinten Feuerwerk. Ist noch eins. Ja! Ich muss hier noch dunkler machen. Ach. Was geht's aus los hier? Ich warte, das geht nicht. Was machst du denn mit dem Ding? Das muss vor mit dir drauf sein. So. Da kannst du Sachen, was du willst. Das ist von David die Blende hochflogen. Ne, guck hier unten, das ist das Illegale. Ja, das hast du mir auch gerade. Oh, guck mal, das ist schön. Da laufen welche, da rennen welche, Junge. Da war ein Nachtplatz hier. Alter, schick. Alter. Wie das, glaube ich, für eine Bürotechniker. Na, wenn man aber eigentlich hier drauf. Das ist komisch. Dann warten wir ab, da kommt ja bestimmt noch das Ende, das Highlight. Da geht noch eine große hoch. Das ist unten auf dem Sportplatz.
hört ja gar nicht auf hier. Libby. Ja, so die haben ja alle gespendet, Digga. Man kann es nicht verhindern, wenn es ein Privatgrundstück ist und nein, der ist öffentlich. Achso, öffentlich. Aber der ist öffentlich gesagt, illegal. Öffentlich illegal, das ist beschissen, Alter. Ah, die machen es einfach oder was? Nee, das sieht so aus. Das sind schon alle. Aber es hat sonst vor 2 Jahren mehr gerungst. Es geht noch weiter. Ach Gott. Das ist schon immer schon doof. Gibt keine Klammer. Nee. Hier, wir haben alle noch genug gehabt, vor 2 Jahren gekauft. Ja, das war das unten auf dem Sportplatz. Das war nicht schlecht. Licht an, sonst gehe ich ja eine Runde. Da, jetzt gucken wir raus. Ja. Das war wieder was Stoffer. Das war was Richtiges. Kanonenschlag. Ja. Das hört gar nicht auf, Digga. Jetzt schon 3 Minuten. Mal die Drohne fliegen lassen, irgendwie 2 Kilometer. Das ist geil, ne? Ich glaube, ich habe meine sogar dabei. Ey, das muss aussehen über ganz Deutschland still und über hier Rolleball-Krimmelschau. Das ist alte Geige. Du musst da jetzt hier ja, achte mal den Schlag. Gut. Mit der alten Geige. Wird ja gar nicht öff. Wenn man das schon hört, das ist schon cool. Nicht schön, sind wir angekommen. Frohes Neues! Yeah. Auf die nächsten 12 Monate. Ja. Naja, wir feiern einmal Silvester im August. Ach nee, dann nennen wir es aber nicht Silvester. Muss man es anders nennen. Wenn wir im August dann das neue Jahr beginnen. Das ist im April. Osterfest. Im April machen wir das neue Jahr. Jetzt kommt eine gute. Dann feiern wir im April neues Jahr. Das ist so, Lippi, guck mal. Das war eine Pyrotechniker-Rakete. Ja. Geht's doch das weiter. Das ist kein Supermarkt. Es geht immer noch weiter. Oh man, muss ich über. Guck mal, wie lang du die Season so hoch. Na. Das ist oder echt. Goldregen. Ja, 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 das kriegst du nicht. Das ist Pyrotechnik. Ja. Geh mal bei Musik. Licht haben wir. 6,6 Volt hat sie noch. Macht keinen Bauch und darf jetzt herhalten. Das ist viel geil. Jetzt macht gerade einen Test. Ja. Das hört wirklich nicht auf. Ne? Jetzt ist schon 10 Minuten später. Krass. Liebe, hier komme ich öfters her zum Silvester. Hier ist mehr los als bei uns. Weil überlegt war, dieses Jahr ist ja eigentlich. Ja, da wo es richtig verboten ist, geht es am meisten ab. Ne? Was kann man noch mal so verbieten? Einkaufen, tanken. Einkaufen, tanken, ja. Da machen wir 8 Volt drauf. Oh, da klingt schon mal gut. Oh, kann jemand Spektroid laufen lassen? Was kann er noch? Spektroid. Keiner weiß, was ist. Ach, der war mal auf den. Warte mal, ich hab meins, ich hab Spektroid. Nee, komm, lass mal, Digga, lass mal. Ich hab Spektroid. Nee, ich bin ja vor, das ist doch die Firma, Digga. Da brauchst du Spektroid. Ich will die Pornos rumladen. Ja, wenn er jetzt schon Pornos mit drunter geladen, dann kann er Spektroid nehmen können. Nee, kann denn bitte hör auf, warum? Weil hier nichts drauf sein soll.
Wir sollen keine Pornobilder angucken, ja, nicht. Das ist doch Firmenlaptop. Geil. Ich tue es nicht installieren. Ich tue es nur öffnen. Das hört sich schon an. Ja, hier ist die Spannung von dem Akku und hier ist halt, wie viel Ampere in den Rand reingeht. Hast du irgendwelche Müll angeguckt, irgendwelche Pornoserien? Hier lock ich mich nicht. Hör es aus. Ich lock mich nicht. Ich hab ja gesagt, ich brauch den für die Firma. Wir haben keine Pornobilder, du hast bei Google schon eingeloggt, das will ich also nicht. Hast du dich eingeloggt? Ja, das ist mir egal. Das soll nur. Das ist mir egal. Das ist okay. Das Scheißding dann zurück. So nehme ich ihn, ich kann es auch rücknehmen. Egal. Das ist episch. Ja, da habe ich die Scheiße wieder. Ach, der eine? Ja, das war's. Ja, jetzt. Genau. Das sieht gut aus. Wie du bist hier. Ah. Das ist ein Bild noch ein bisschen hochregeln. Aber dann hört man nicht mehr den Nullpunkt. Nee, das wohl auch. Den Nullpunkt kannst du so gucken. Warum mach doch mal einen Trigger, Libby. Ja, wenn ich einen Trigger. Ich überlagere dich direkt. Ah, nee, warte mal, du bist ja auf 2. Ja, jetzt. Du machst den falschen Trigger. Das ist 1 Trigger und 2. Achso, das sind die Trigger. Ja. Ja. Na, hier ist Trigger. Zeit. Und hier ist Volt daneben. Oh, ist ja richtig so. So, das ist vorbei. Und dann können wir jetzt nur hier. Ja, nee, gut schon. Sehr schön. Oh. Oh, wie aus dem Bilderbuch. So, ich wollte das sagen. Ja, wie aus dem Bilderbuch. Das ist schön. Genau. Herrlich. Schon geil, ja. Geil. Das Ultimative. Ach, schön. Also, langs an. So, genau. Die Kabel vorne ab. Also der abrupte Puls nach unten, den hast du jetzt wirklich dieser Mantelsperrentwicklung zu verdanken. Nee. Nee? Ja, der Negativpuls, dass er so stark ist. Aber. Nee. Weißt du nicht? Ich bin nicht ziemlich sicher. Das asymmetrische Verhältnis der Wicklung. Ja. Weil einfach das Transformatorgesetz gilt. Wenn du mehr Trigger hast als Power, dann wird transformiert. Wenn es aber 1 zu 1 ist, hebt es immer auf. Dann ist immer 0. Hier. Wenn 1 zu 1 wickelst, kommt das auf den Trigger raus, am Ende. Wenn ich mich mit Osti auskennen würde. Ja, 0! 0! Und beim Achim ist unter 0. Ist ja Minus. Minus. Ja. Das ist ja wieder so. Minus. 90, 100 Grad fast, ja. 100 Grad. Mach mal aus. 100 Grad? Der Step Down oder Step Up. Ja. Echt? Ja, der ist richtig heiß. Ja, der muss aktiv gekühlt werden. Wie Ampere geht der jetzt rein hier? 4 Ampere mal nicht vorhin gehabt. Gut, ich sag mal. Scheiße, und die gehen doch bis 15 Ampere, die Dinger hier, ne? Oh. Das ist er durch, oder? Nein, nein. Ist doch warm, so warm geworden wahrscheinlich. Irgendwas? Nee. Signal hat. Ja. Irgendwas. Step down. Gib mal an die Kamera. Jetzt lass ich doch mal schnell messen, die Ampere, bevor er abrauft. 100 Grad. Deswegen, was gibt es 100 Grad? Der wird so abfallen. Die Spule hat sogar über 100. Die Spule ist das nur, oder? Wollen die nicht runter, Alter? Das ist nur die Spule. Oh, hier die. Oh, 12 Ampere jetzt. 12 Ampere. Was? Sicher? 12 Ampere? Hast du Zero gemacht? Mach mal aus. Während da dran ist, machen wir mal aus. Ja. Nee, das ist die Schaltung. Ein bisschen runter eigentlich. Nein, das war Kanal 2. Kanal 2 wieder an. Kanal 1 auf die Idee. So ein schönes Brummen. Oh, ich finde das so toll. Gar nicht. Zeig mal her. Nein, das ist komplett nur. Nein, mein Kanal 1. So ist das super. Spule und am Ende der Triggerspule. Das kannst du damit nicht messen. Jetzt wird's interessant. Jetzt. Das ist ja gegeninduziert. Es wird diskutiert, wie die optimale Spannung an der Basis auszusehen hat. Wenn das haut ja so nicht hin, da ist ja dann halt der Verstärkungsfaktor und so. Doch, weil das ist ja keine Gleichspannung. Doch. Also können wir das jetzt optimal einstellen? Ja, okay, es werden wohl eher 9 Volt sein. Die Spule auf die
Basis. Und das ist das Problem. Dass du 16 Volt auf eine Basis gibst, die nur 5 Volt aushält. Können wir das jetzt nicht nachprüfen irgendwie? Ja. Das ist schon am Datenblatt. Wir können es ja nachprüfen. Wir prüfen es. Wir prüfen es. Ja, du brauchst bloß Mess an der E-Trigger. Du musst quasi den Trigger abklemmen, dann kannst du es messen. Ja, schon. Ich habe jetzt gerade einmal 1 Volt gemessen. Ja, ja, ich weiß schon, was ich muss. Und das ist das, was alle falsch messen. Die messen Minus und Basis und dann kommt immer 0,7 oder 1 Volt raus. Ja, das ist die Diode da drin. Das ist klar, jetzt, dass du immer das du musst. Bevor die Diode überhaupt sperrt, kommt kurz ja die Spannung. Ja, die bricht das runter und dann misst du falsch. Ja. Du misstest quasi, ich habe das so gemacht, du machst ab und tust mal kurz pulsen. Manuell. Und dann siehst du es, 16, 18 Volt auf der Basis. Das ist das Problem. Und da kannst du auch nicht mit dem Potti der Ampere runter regeln. Die Spannung. Spannungsteiler. Ja. Dann. Ja, ich keiner hört mich, ich bin wieder online. Aber du musst mal kurz sehen. Ja, am Ton, Leute. Ist der 2 Ampere. Alter. Und wie werfen wir mit dem Widerstand? Oder noch eine Spule in Reihe, Sebastian. Runter transformieren. Schule und Diode, so wie beim Stepdown. Ja, brauchen wir noch mit, oder warten wir? Ja, trotzdem, wenn wir drin. Ja, aber da geht ja die Spannung runter und der Strom dafür hoch. Das ist das, so wie beim Stepdown. Einfach in Reihe zur Basis. Ja, nur Strom. Na? Spule und Diode. Tu mal hier. Das stimmt, da brauchen wir nur einen Strom. Komm! Ja, die Spannung bricht ja eh runter. Na? Ja, ja. Der ist jetzt also die Hürde durch. Ja, Wetter. Spurensohn. Ist dann angekriegt. Ja. Spurensohn. Weißt du? Wenn wir jetzt. Hier machen wir den Kondi, lassen wir weg. Hier machen wir die Basis dran. Hier war eigentlich die Basis. Hier ist der Emitter. Weißt du? Ja. Weil da kriegen wir Strom. Ampere verstärken. Na? Einfach eine kleine Ringrassel mal rein. Das könnte klappen. Also er hört uns. Das ist gut. Ach, ich bin immer so. Mit der Spannung können wir ja dreimal rum. Oh, also auch nur dreimal so viel Strom. Ja, ich bin ja den Strom gekommen. 220. Ja, aber nur das Durchladen. Ach du Heimatland. Notarzt an. Bist du wieder munter? Ja, war einfach gesagt, machst du Step Down in die Basis. Aber da geht's schon wieder los. Dann musst du ihn 10 spiegeln. Wenn du sonst Negativpuls wieder reinkriegst. Nee, einfach nur eine Wicklung auf einen extra Ringkern. Ja, aber dann musst du deine Wicklung muss vorher 1 zu 1 sein. Weil sonst hast du wieder Negativpuls oder zu viel positiv. Wie hast du? Das könnte dann wieder den Step down. Ja. Aber das ist interessant, wie die Ampere hoch. Ja, ja. Spannend sehen, ja. Spannend also so. Das ist richtig. Cool. Probieren wir mal. Ja, jetzt könnten wir ja noch einen Widerstand ausrechnen. 4,5. Ja, aber das weiß nicht, ob ich das so richtig messe, wie du 5 Volt? 2 Ampere. Also wenn er gerade hier 4,5, wenn er gerade so antippt. Was? Wie sollte ich das denn jetzt messen? Wo hast du sie? So. Nee, reicht nicht die Spannung messen? Nee. Naja, das Multimeter ist ja nicht schnell genug. Wie Widerstand brauchen wir denn da? Ja, wo soll ich jetzt eigentlich? Das ist das offene Ende von der Dreieckmine. Genau. Was ja, eigentlich? Hab ich doch vorhin schon gemacht. Genau. Und dann müsstest du. Misst das offene Ende vom Trigger gegen Minus vom Eingang. Ne, vom Output. Minus vom Output. Während. Ne, an ist er, also gar nichts. Ne? Ach so, ja, geht ja jetzt. Ne, du musst antippen. Also du musst die Basis antippen mit dem. Ach so, ja, klar. Ja, dass der, sonst passiert ja nichts. Ja, aber da soll ich das vorhin gemessen. Ja. Du musst immer so tippeln und dabei messen. Irgendwas mit 1,8 Volt raus maximal. Gleichspannung. So bin ich auch messen gehen. Aber so habe ich ein Volt. Einfach drauf ist. Aber wenn die Spule läuft, ist ein Volt. Das sind die Erde. Mach mal aus alles, dann mal alles ab. Jetzt ich probiere jetzt mal das hier. Du bestellst das Diodenmessgerät. Diodenmesser. Achso, und dann messen euch. Und dann misst du nochmal. Idiot. Du wirst hoffentlich feststellen, dass es das nicht auch ist.
Müssen wir ja nur 7, theoretisch. Aber ich habe doch hier so gemessen und das dann so da drauf gehalten. Ne, mess mal ohne die und du musst Diode gehen hier. Das ist noch eine Diode. Ach so. Ne? Schade, jetzt ist Diode. Einfach mal ohne Trigger. Nur die Nordentransistor. Nee. Ran plus Basis. 0,5. Ja, das wird mit Afrik. Das kommt halt auf den Strom hoch. Genau. Ja. Und die Frequenz auch. Und da kommst du, das ist die Diode, was du misst, die 1 Volt. Das ist die 1 Volt, jetzt halt mit Ruhe. Jetzt, ich löte mal. Lass aber normal muss doch die Eingangsspannung anliegen. Schalt mal an. Warte mal, ich will mal die Schaltung. Oder auch ein Akku dran? Ja. Nein, ich löse nur. Ja. Minus ist oben. Das wären jetzt 5 Volt. Was? Vielleicht sind nur 5 Volt auf der Trigger, aber das kann ich nicht sehen. Wo ist denn hier Eingang? So, jetzt kannst du losschreien hier. 11. Hm. Warte mal. David? Ja, ich bin schon da. Schrei los. Hallo Leute, hört ihr mich? Ja. Hallo David. David, Junge. Wo ist Neues? Frohe Grüße nach Rostock. Rostock ist er, oder? Okay. Ja. Angeblich vor der Spule auch 5 Volt. Angeblich, du lügst. Geht doch gar nicht. Ja. Alles anders als in der Theorie wieder in der Praxis hier. Ja, schön. 5 Volt. Warte mal, Libby. Warte mal. Ich kann aber gar nicht sehen. Wir messen nochmal. Will irgendjemand hier sitzen? Dein Olli machen. 5 Volt? Jetzt messe ich vor der Spule. Noch 5 Volt, das kann aber nicht sein. Oh nee. Was haben wir durch die Dioden? Ich hab dann mal gerissen. Du musst noch einen Penisreifen machen. Ich nehme noch ein Bio. Kann das sein? Schön. Ich messe mal auf der anderen. Mhm. Pass auf, die eine, die kann. Nee, die nicht, die. Kann auch sein, die ist nicht. Nur, die ist nur angezeigt. 11 Volt. Ja, aber die sperrt er, die sperrt er. Guck, ich bin hier, wenn ich richtig rum messe, habe ich eine negative Spannung. Die sperrt. So, die hier messe ich aber risch rum. Und hier fallen 6 Volt ab, das heißt, die ist platt. Schrott. Ne? Deswegen messen wir hier Blödsinn. Wechsel mal die Diode, dann machen wir mal. Warte mal, bist du mit den Dioden mit 12 Ampere gefahren? Ja, deswegen. Ah, das 3 Ampere Dioden. Nein, oder 5? Wer hat die noch? Ja, die ist platt. Okay, hier, Moment, das ist auch noch eine Diode. Ne? Also, und die ist noch nicht platt? Die hier ist platt, die andere. Ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt geschaltet ist. Da fallen 6 Volt ab, Alter! Das ist die Hälfte! Ja. Wechsel mal die Diode. Sag mir, wo er so eine ist. Deshalb hat er auf einmal so komisch geklungen, okay. Ja, ja. Aber trotzdem ein schönes Bild gemacht, ne? Warte, wir machen das auf jeden Fall. Nee, jetzt kannst du machen. Ah, wir waren gerade die 9 Volt. Ja, jetzt ist ja die Diode weg. Ja, das ist knapp die Eingangsspannung, die dir ein... Ne? Hier siehst du es kurz. 9 Volt. Und das macht den Transistor kaputt. Warte, wie hast du jetzt nochmal gemessen, Libby? Wir haben die Diode jetzt, ich habe es abgezogen. Ach so. Habt ihr so gemessen, wie ihr es vorhin eigentlich messen wolltet? Genau. Nur kurz die Diode ist jetzt kaputt, nicht der Transistor. Die brauchen wir nicht. Warum nicht? Die brauchst du nicht. Warum müssen die denn da? Wir messen doch, ey Jungs! Du messest nur zum Messen. Wir messen vom Trigger die Spannung! Ja, so meinst du das, ja. Was kotzt, was ist das? Das ist aber ein riesen Diskussion gerade. Mein Gott. Das ist genau die Eingangsspannung. Wir hören uns dann nochmal. Ja, Eingang war doch 11, irgendwas. Ja, die scheiß Diode, das runterdrückt. Die Marge ist. Das ist doch der Trigger, Jungs! Der hat eine Batterie? Dann kommt der Trigger! Wenn du 12 Volt hat und du durch eine Spule wickelst mit eben Ohm Widerstand, dann kommt da 12 Volt raus. Wieso sollen da auf einmal 5 Volt rauskommen? Da kommt 12 Volt raus. Da weil du eigentlich einen Vorwiderstand noch davor hast. Ja, aber das ist doch nicht. Ja. Aber an dem, der Vorwiderstand funktioniert nur, wenn du die Ampere runterbrichst. Achso, wenn die Ampere hoch genug sind, dann
und fahren dort da einfach durch. Wie mit Lüfter. Du hast ja PC-Lüfter zum Teil mit dem Widerstand runter. Ja. Aber das geht aber, nur. Ja, genau, runter. Klar. Irgendwann kannst du es knicken dann. Und so ist das hier auch. Ja, das macht Sinn. Aber da hat sie die Hürde zu schießen, Digga. Ja, austauschen und dann machen wir das, was ich vorhatte. Was an? Step down warm. Komm, wir zeigen das mal. Was? Jetzt alles kalt, okay. Alles kalt, 10 Achtung. Ampere durchgehen. Was? Spannung? Also der Step down wird warm, aber der zählt okay. Ja erstmal nicht. Guck mal hier, Jungs. Jetzt messen wir Minus gegen Basis. 0,8. Vorhin hatten wir. Jetzt messen wir vor der Spule, vor der zweiten Spule. 0,8. Jetzt messen wir Eingangsspule. 1,9, okay. Und die hatten wir vorher auf der Basis. Gut, ein bisschen runtergebrochen, aber. Ja, aber das ist nicht real. Ja gut, weil es jetzt belastet wird. Ha. Ja. Deswegen siehst du das nicht. Ja, aber trotzdem. Es ist besser. Ja, aber pass auf, durch die Spule, sobald das Problem, was wir vorher hatten, ist das ja, sobald der Strom... Nee, pass auf. Sobald der Strom anfängt zu fließen, Libby, muss ja die Diode im Transistor normalerweise erstmal sperren. Und das ist ja das, wo der zu viel Spannung kriegt. Genau, hier. Und jetzt, jetzt pass auf. Hier siehst du es. Ja, aber... Dadurch, dass wir jetzt eine Spule in Reihe haben, die Spule begrenzt ja das, was am Anfang direkt kommt. Das fällt ja jetzt in der Strom. Ja, aber das fällt ja Spannung. Das fällt jetzt in der Spule ab und nehmen wir im Transistor. 68 Grad Spule. Welche? Ja, hier Stepdown. Ja, der Stepdown interessiert mich. Was ist denn hier? Das ist kalt. Nicht. Kalt. Nicht. Bei 10 Ampere, Digga. Du hast jetzt einfach einen Ringkern noch in Reihe zwischen Trigger und Basis und dann hier die Diode. Antiparallel von Minus auf die Stelle, wo die Diode und der Trigger sich, die Spule und der Trigger sich treffen. Naja, handwarm. Wird doch vorher war das nicht mal, Alter, der große Ringkern, der ist so schnell so warm geworden jetzt. In dem Sinne. Naja, wenn das nicht richtig angesteuert ist. Im Grunde ist immer noch, wir können noch mehr optimieren, die Spannung noch. Noch einen Spannungsteiler rein. Vielleicht. Dann wird das überhaupt nicht mehr. Aber vorher, bei 10 Ampere. Vorher war bei 10 Ampere das Ding gekocht. Baby, weißt du was? Ja. Die Diode, die vorher durchgerucht ist, das ist jetzt die. Fass mal den Kühlkörper an. Kalt. Nicht mehr. Oder die hat die Frequenz. Das ist die Frequenz zurück. Das ist die Frequenz nicht ausgehalten. Hast du ultra fast genommen? Ja, eigentlich normal schon. Ja, das war schon. Dann waren es da Ampere. Was sind denn das? Ja, 10 Ampere gerade. Nee, die Dioden. Hast du die ausgeledete? Welche? Die alte. Liegt ja noch. Ja, da ist er, genau. Ja, kennst du, glaube ich, nicht mehr. So. Also krass, das ist so eine Veränderung. Also doch Frequenz. Ja, nee, hier geht es jetzt um die Schaltung. Um den Basisstrom. Um den Strom. Basisstrom. Kannst du das lesen noch? Ich sag ja das. Verhältnis Spannung-Basis zu Strom-Basis. Ja, wen wir hier, ne? 10 Ampere. Eiskalt, oder nicht? Greifen wir hin, ne? Das heißeste. 10 Ampere, Digga. Das heißeste ist der Ringkern von. Der Ringkern und der Stepdown. Ja, gut, aber ich sag mal, das ist halt auch wirklich, weil durch den Draht jetzt die 10 Ampere gehen, weißt du? Das ist normal, glaube ich. Das ist, glaube ich, okay. Das kriegst du nie weg. Ohne dickeren Draht. Die Diode? Ja, mein Schild. Eiskalt. 10 Zentrum. Oh. Ja, wie gesagt, also. Ich kann zwischen der hier... Da kannst du jetzt auch noch hochgehen. Ja, deswegen. Ich kann zwischen der und der hier kann ich mit dem Schalter dann, umschalten. In dem du wirst jetzt sehen... Ja, du wirst es aber sehen, wenn du mit der Ampere jetzt hochgehst, gehst du mit der Spannung wieder hoch und dann wird es wieder beschissener. Das kann sein. 100%. Wie viel Spannung hast du denn jetzt auf dem Akku? Geh doch mal hoch. Ja, der Stepdown raucht halt ab. Wenn wie viel sieht der? Ach ja, 10 Ampere jetzt. SR 5010. Man kann ja mal abkühlen lassen und gleich mal... Ja, wir lassen mal abkühlen. Warte mal, nee, lass mal hier, wie viel wir haben. SR 5000. Aber schön großer Unterschied. Aber ich tue jetzt mal Basisstrom messen. Mach mal. Und dann abgeklemmt Basisspannung, dass wir das den Leuten mal zeigen. Dann kannst du dann um viel kleinere Sachen, weißt du? Da brauchst du das alles gar nicht mehr so groß. Vor allem nicht mehr mit so einer extremen Kühlung. Ja. Ich meine, den Ringkern und den Stepdown, der muss gekühlt werden, weil der Leistung wieder durchjagt. Na, ist das jetzt der entgegengesetzt gewickelt. Nee, das ist nur der ganz normale. Der ist ganz normal, ja. Das ist ja auch. Aber hier ist trotzdem Mantelspule, ist trotzdem Gegner noch. Ja, Mantelbändersphäre, genau. Theoretisch geht das auch noch besser, denke ich. Theoretisch, ja. Reicht doch schon, Calvin. Nein. Dass man hier mal messen versehentlich abgelötet. Es muss die Eingangsspannung anliegen an der Spule.
Ich bin immer noch voll. Ich schon immer so ein bisschen. Ich merke es auf jeden Fall noch. Ja, ich schon. Hast du schon ein Bier, oder? Der Wodka drückt's weg. So, Männer, es war schön. Wir sind im neuen Jahr. Neue Steuerabrechnungsperiode. Juhu. Dann ist die auch schon wieder voll. Später. Wir müssen noch Batterien schleppen. Ja, kommt noch ein kleiner Bonus.